Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Pressekonferenz der SPÖ Bruck an der Mur mit Bildungslandesrätin Ursula Lackner. Multimedia-Vortrag zum Thema Hochschwab im Kulturhauskino und neu gestaltetes System bei der Lehrerausbildung in der Steiermark. Anlässlich eines von ihr ausgerufenen Regionstages lud die Landesrätin für Bildung und Familie zu einer Pressekonferenz in Bruck. Die Zielsetzung? Also das Ziel ist erstens einmal in dieser Funktion, die ich seit Mitte Juni innehabe, mich in der Region vorzustellen. Und ich habe die Möglichkeit wahrgenommen, um einfach meine Ressorts, ja, oder meine Ressortbereiche einfach auch in der Region kennenzulernen. Das heißt, ich besuche Gemeinden, ich bin in Kindergärten, ich habe Kontakte mit Schule, also mit Direktoren und Direktorinnen, mit Lehrern und Lehrerinnen, auch am Abend noch. Ich besuche eine Nachmittagsbetreuungseinrichtung, ja, und ich habe die Möglichkeit, einfach Ressortbereiche, die in der Region gut verankert sind, auch persönlich kennenzulernen und damit irgendwie auch zu sehen, was ist notwendig, wo braucht es noch was oder gute Rückmeldungen zu bekommen, Bestärkung auf dem Weg, den ich eingeschlagen habe. Einer, der das Wort Verkehr weitblickend betrachtet, ist der zuständige Landesrat. Global denken und regional handeln oder umgekehrt? Na, beides. Wir müssen regional handeln, wir müssen global denken. Und wenn wir beides tun, dann handeln wir auch global. Unsere Produkte aus der Obersteiermark sind auf der ganzen Welt gefragt und das ist gut so. Der Semmering-Basistunnel, die Bohrungen schreiten voran. Wie weit ist man politisch vorgedrungen? Ja, politisch ist es erledigt. Jeder will den Semmering-Basistunnel, bis auf einen Mann, der den Rechtsstaat sozusagen dauerbeschäftigt. Ich bin neugierig, was da jetzt wieder herauskommt und ich würde auch gern wissen, wie sich das alles finanziert. Das wäre mir sehr interessant. Die Funktion eines Bürgermeisters und Landtagsabgeordneten ist nicht immer leicht auf einen Nenner zu bringen. Zu unterschiedlich sind oft die Auffassungen. Wie geht es einem da mit sich selbst? Also mir geht es sehr gut mit dieser Doppelfunktion, weil ich da sehr viele Dinge verbinden kann und auch Erfahrungen oder Erzählungen, die mir die Leute als Bürgermeister mit auf den Weg geben, dann in meine Landtagsarbeit mit einbinden kann. Wie können Sie sich durchsetzen? Ich versuche natürlich in einem intensiven Austausch mit unserem Regierungsteam. Ich habe eine gute Kommunikations- und Gesprächsbasis mit allen 4 SPÖ-Mitgliedern in der Landesregierung, meine Anliegen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Es wird viel geredet, aber noch immer nicht genug getan. Was sagt Ihnen das Datum 7. Oktober? Das ist der Tag, bei dem grob gesagt die Frauen gratis arbeiten, wo die Männer schon so viel verdient haben wie die Frauen erst am 31. Dezember des Jahres. Nun wird ja des Langen schon darüber diskutiert, dass das Einkommensgefälle Mann-Frau viel zu steil ist. Immer wieder will man es verflachen, aber gelungen ist es noch nicht. Ja, weil wir leider nicht die Löhne in allen Unternehmen gestalten. Ein wichtiger Schritt dahin war schon vor 2 Jahren das Gesetz zur Offenlegung bei den Stellenausschreibungen der Gehälter. Das hilft vielen Frauen einzuschätzen, wie viel kann ich verlangen, wie geht es mir bei den Gehaltsverhandlungen und wir hoffen, dass auf diesem Wege weitergeht. Alles gute Vorsätze, die allerdings erst umgesetzt werden müssen. Den Zauber des Hochschwabs mit der Kamera einzufangen, das hat sich Erich Heidenbauer aus Bruck zum Ziel gesetzt und am 1. Oktober im Kulturhaus Kino der Öffentlichkeit präsentiert. Auch im gleichnamigen Buch Zauber des Hochschwabs konnte man blättern. Darin sind an die 400 Farbfotos und viele Wanderungen von leicht bis schwierig beschrieben. Ja, heute machen wir das rund um den Hochschwab, aber auch ein paar ausgefallene Ziele wie den Teufelssee und den Christstein. Aber im Buch habe ich also Wanderungen rund um die 2 Stunden. Also nicht so was Extremes. Sowieso für mich ist Wandern eigentlich Entspannung und kein Sport. Der Vortrag und das Buch ist eigentlich zu zeigen, wie schön unsere Heimat ist. Und man wird eigentlich beim Hochschwab nie fertig. Es gibt immer was zum Sehen, wieder was Neues zu entdecken. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich werde nie fertig. Irgendwann muss ich den Vortrag und das Buch machen. Wandern rund um den Hochschwab ist bei allen, ob Familien oder Bergsteiger, sehr beliebt. Die Gipfelhöhe liegt bei 2277 Meter. In seinem Buch beschreibt er über 40 Wanderungen von leicht bis schwierig. Ja, die schwierigsten sind natürlich die, wo Kletterpassagen drinnen sind und ich bin kein Kletterer, aber vom Buch her
sind natürlich Sachen drinnen, die auch ganz einfach sind für Familien, aber natürlich auch schwierigere und ausgefallenere Stellen. Wandern in der Natur ist seine Leidenschaft. Die Kamera ist immer mit dabei. Ich bin immer allein unterwegs, also hier und da mit der Familie auch, wenn wir einfache Wanderungen machen, aber sonst gehe ich immer allein. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich beim Fotografieren oft nicht weiterkomme. Und teilweise komme ich dann auch gar nicht zum Gipfel auf, weil ich schon am Anfang so umtue beim Fotografieren. Und an und für sich ist es ja egal, ob ich jetzt am Gipfel oben bin oder nicht. Wichtig ist, dass man draußen ist, dass man sich entspannen kann und dass man vergessen kann, den Alltag vergessen. Das ist für mich das Berggehen. Dass er sich für den Hochschwab in seinem Buch entschieden hat, ist nicht schwer zu erraten. Ja, der Hochschwab ist unser Berg, da bin ich zusammen daheim. Und das ist ein Berg, der immer wieder was Neues zeigt und ein Berg, wo man, den man nicht unterschätzen soll, wenn er nur ein bisschen über 2200 Meter hoch ist. Zauber des Hochschwabs, ein Buch von Erich Heidenbauer, das durchaus den Schluss zulässt. Warum in die Ferne schweifen? Das Schöne liegt so nah. Jene Studenten, die im Wintersemester 2015 in der Steiermark ein Lehramtsstudium beginnen, werden mit einem komplett neu gestalteten System konfrontiert. Um die neue Lehrerausbildung umzusetzen, kooperieren pädagogische Hochschulen und Universitäten in vier österreichischen Verbundregionen. Kärnten, Burgenland und die Steiermark bilden die sogenannte Verbundregion Südost. Im Studienjahr 2016 tritt das neue System österreichweit in Kraft. Aber was ändert sich eigentlich konkret? Nun, wer sich zum Volksschullehrer ausbilden lassen will, wird statt bisher 3 Jahre jetzt 5 Jahre studieren müssen. Am Ende des Studiums graduieren sie mit dem Titel Master, wie die Kollegen an den Universitäten. Vor Studienbeginn müssen alle Kandidaten ein einheitliches Aufnahmeverfahren bestehen. Auch einen Unterschied zwischen Lehrern an Gymnasien und neuen Mittelschulen wird es nicht mehr geben. Allen ist es erlaubt, an beiden Schularten zu unterrichten. Der größte Vorteil ist, wer an einer Uni inskribiert hat, kann auch Kurse einer pädagogischen Hochschule besuchen und umgekehrt. Die Zusammenarbeit zwischen den Ausbildungsstätten scheint jedenfalls gut zu funktionieren, wurden doch schon übergreifende Lehrpläne ausgearbeitet. Ab 2016 tritt dann die Sekundarstufe in Kraft. Sie betrifft Lehrer für berufsbildende, mittlere und höhere Schulen. Seit 250 Jahren ist es nur das erste Mal, dass alle Lehrer die gleiche vollwertige akademische Ausbildung erhalten. Die Zukunft wird es weisen, ob diese neuen Systeme eine deutliche Qualitätssteigerung für die Lehrerausbildung und somit für das gesamte österreichische Schulwesen bringen werden. Feiern Sie mit uns am 17. Oktober 50-jähriges Bühnenjubiläum der Sundays mit vielen Freunden und Musikern. Hallo, ich bin Walter Stelzer. Die Sundays gibt es mittlerweile seit 50 Jahren. Das ist ein Grund zum Feiern. Ich lade Sie zu unserer Jubiläumsveranstaltung am 17. Oktober ins Haus der Begegnung am Schirmelsbühl recht herzlich ein. Verbringen Sie mit uns einige schöne Stunden mit der Musik der 50er und 60er Jahre. Ich freue mich. 50 Jahre Bühnenjubiläum der Sundays am 17. Oktober im Haus der Begegnung am Schirmelsbühl. Beginn 20 Uhr. Yeah! Heute gab es noch Regen und kühle Werte um die plus 12 Grad. Morgen Freitag bessert sich das Wetter und es zeigt sich ab und zu die Sonne. Die Tageshöchstwerte liegen am morgigen Freitag bei plus 15 Grad.